Robert Lewandowski ist sich mit dem FC Barcelona einig. Das hat zumindest der polnische TV-Sender TVP berichtet. Danach ging es natürlich rund. Jeder versuchte an eigene Infos zu kommen, um zu schauen, stimmt das? Verliert der FC Bayern seinen besten Spieler? Verlässt der zweifache Weltfußballer die Bundesliga? Auch wir haben nachgeforscht und können euch sagen, was dran ist. Intro ab. Für alle Bayern-Fans gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir an mit der guten. Nein, unseren Infos nach hat Levi dem FC Barcelona keine Zusage gegeben. Rein rechtlich gesehen dürften die Katalanen ohne ausdrückliche Erlaubnis des FC Bayern ohnehin nicht mit Lewandowski sprechen. Das ginge erst ein halbes Jahr vor dessen Vertragsende. Und das steht erst im Sommer 2023 an. Die Meldung, dass der Pole Xavi in einem Videomeeting das berühmte Ja gegeben haben soll, stimmt also definitiv nicht. Im Gegenteil, für die kommenden Wochen sind die Gespräche mit dem FC Bayern geplant. Die Bosse wollen ihren Topstar natürlich halten. Jetzt aber die schlechte Nachricht. Ein Abgang von Lewandowski im Sommer ist durchaus realistisch. Dass Barca nämlich trotzdem mit dessen Berater Pini Zahavi spricht, ist auch klar. Der Piranha, wie ihn Uli Hoeneß einst nannte, sondiert seit Wochen den Markt. Er will für seinen Klienten den letzten großen Vertrag rausholen. Wo wird ihm dabei egal sein? Doch ist Barcelona wirklich eine realistische Option? Laut spanischen Medienberichten wäre Barca lediglich bereit, 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Summen, bei denen Kahn und Co. nicht mal ansatzweise ins Überlegen kämen. Die katalanische Zeitung Sport will erfahren haben, dass die Bayern unter einem Angebot von 60 Millionen Euro nicht einmal verhandeln wollen. Und das auch völlig zu Recht, wenn man sich Lewandowskis Zahlen aus dieser Saison ansieht. Sowohl in der Liga als auch in der Champions League führt er die Torschützenliste an. Er ist Bayerns absolute Lebensversicherung. Und die gibt man natürlich nicht einfach so ab. Also eigentlich. Fakt ist nämlich auch, Lewandowski ist irritiert vom Vorgehen der Bayern-Bosse. Für seinen Geschmack treten diese viel zu zögerlich auf, was seinen neuen Vertrag angeht. Wir erinnern uns, vor dem 1:0 gegen Frankfurt im Februar beteuerte Hasan Salihamidžić, den Weltfußballer unbedingt halten zu wollen. Nach dem Spiel zeigte sich der Stürmer vor den laufenden Kameras überrascht. Zitat: "Davon höre ich zum ersten Mal." Was er dagegen öfter hörte, waren die Äußerungen der Chefetage zur angespannten finanziellen Lage des Clubs. Die Vorgabe der Münchner ist klar, wir gehen nicht jede Gehaltsforderung mit. David Alaba lässt grüßen. Und hier kommt wieder Pini Zahavi ins Spiel. Der fordert für seinen Schützling natürlich nochmal eine Gehaltserhöhung, wenn der in München bleiben soll. Es ist der absolute Knackpunkt in den Verhandlungen. Natürlich wissen die Bayern, was sie an ihrem Topstürmer haben. Umgekehrt weiß das auch Lewandowski. Nur hat er nie einen Hehl draus gemacht, gegen Ende der Karriere vielleicht nochmal was Neues ausprobieren zu wollen. Laut Informationen von Sky könnte ihm Barca ein Jahresgehalt von 35 bis 40 Millionen Euro bieten. Summen, die so ein viel zitiertes neues Abenteuer durchaus schmackhaft machen. Bei den Bayern soll der 33-Jährige inklusive Prämien auf ca. 25 Millionen Euro im Jahr kommen. Dass die Bosse daran nochmal groß schrauben, darf bezweifelt werden. Vor allem, da auch noch die teuren Verlängerungen mit Manuel Neuer und Thomas Müller anstehen. Dass nicht mit allen dreien verlängert wird, ist ein realistisches Szenario. Das unterstreichen auch die Aussagen von Sportvorstand Salihamidžić. Zitat: "Es ist finanziell eine schwierige Phase, aber wir versuchen, unseren Weg zu gehen." Es ist nun an Lewandowski zu entscheiden, ob er weiter auf demselben Weg wandert oder eine neue Richtung einschlagen möchte. Wie seht ihr die Causa Lewandowski? Sollten die Bayern um jeden Preis versuchen, ihn zu halten, oder sagt ihr, irgendwann ist es auch genug mit den ewigen Gehaltserhöhungen? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst dem Video einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat.